Wir feiern Gottesdienst, hier in Handewitt und mit Ihnen zu Hause. Hier um die Kirche, da merke ich immer ganz besonders, dass Gott wirklich auf allen unseren Wegen dabei ist. Und gleichzeitig bleibt die Frage, wer ist Gott? Das ist die Frage, die uns heute an Trinitatis beschäftigt und die wir mitnehmen, wenn wir jetzt in die Kirche reingehen. Wir feiern diesen Gottesdienst in Gottes Namen. Im Namen des Vaters, dessen Atem uns lebendig macht. Im Namen des Sohnes, dessen Liebe uns durchs Leben trägt. Und im Namen des Heiligen Geistes, der uns durch seine Kraft immer wieder neuen Mut schenkt. Amen. In diesen Tagen wird in allen Ecken des Landes darüber gesprochen, wie Lockerungen möglich sein können. Was ist sinnvoll? Was ist vielleicht auch noch verfrüht? Immer wieder ändern sich die Vorgaben und immer wieder ändert sich auch der neue Ist-Zustand, an den wir uns anpassen müssen. Und ich frage mich, was macht das mit uns und was macht das mit Gott? Für mich ist das ein Anstoß, immer wieder neu zu suchen und zu gucken, wie Gott ist, wie Gott wirkt und was er in dieser Welt macht. Und diese Suche, die führt mich, die führt uns ins Gebet. Gott, du bist eins und doch drei. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Das muss man erstmal begreifen. Kann man das überhaupt begreifen? Welche Antwort fanden andere? Ein Psalmdichter schreibt damals: Wer ist wie der Herr, unser Gott? Er steigt hinauf, um in der Höhe zu thronen. Er beugt sich nieder, um in die Tiefe zu schauen. Einzigartig ist er im Himmel und auf der Erde. Den Geringen zieht er aus dem Staub, den Armen holt er von den Müllhalden. Er lässt ihn bei den Fürsten wohnen. Ja, bei den Fürsten seines Volkes. Gott, du bist wie nichts anderes. Aber weiß ich jetzt mehr? Du bleibst ein Rätsel. Ich will es dem Psalmdichter nachmachen, sehen, hören und fühlen, was du in dieser Welt an Großem tust. Und ich will nicht aufhören, dir Danke zu sagen. Der Name des Herrn sei gepriesen, von heute an bis in alle Zukunft. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Untergang soll man den Namen des Herrn loben. Hoch über allen Völkern steht der Herr. Über dem Himmel wohnt er in Herrlichkeit. Halleluja, will ich rufen. Ja, so ist es. Nur eine Bitte habe ich, Gott. Schenke uns immer wieder ein neues Herz, einen neuen Geist, um dem auf die Spur zu kommen, wer du bist und wie du bist. Amen. Thank you.
Trinitatis, das ist der Feiertag der Trinität Gottes, der Dreieinigkeit Gottes. Wenn Sie mich fragen, dann ist das vor allem ein Tag im Kirchenjahr, der viele Fragezeichen mit sich bringt. Wie ist Gott? Ja, Gott ist nicht derjenige, der weit weg ist und der über allen Dingen steht, sondern er ist mittendrin. Und das hat er vor allem gezeigt, als er selbst Mensch geworden ist. In Jesus ist Gott den Menschen direkt begegnet, ist auf sie zugegangen, hat mit ihnen gesprochen, hat sie geheilt und hat sie auch herausgefordert. Und das alles auf eine Weise, dass sie durch ihn Gott erfahren konnten. Einer, der zur selben Zeit wie Jesus gelebt hat, der wollte das dann nochmal ganz genau wissen, wie das ist mit Jesus und mit Gott. Wir hören ins dritte Kapitel des Johannesevangeliums. Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm: Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat. Denn keiner kann Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete: Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand von oben her neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Darauf sagte Nikodemus zu ihm: Wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete: Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. Was vom Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Wundere dich also nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben her neu geboren werden. Auch beim Wind ist es so. Er weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jemandem, der vom Geist geboren wird. Amen.
Ich komme nach einem langen Tag nach Hause, bin müde und will nur noch ins Bett. Ich lege mich hin und was passiert? Ich bin hellwach. Ich kann nicht schlafen, meine Gedanken kreisen umher. Und ich fange an, mich selbst davon zu überzeugen, wie wichtig jetzt Schlaf wäre, weil der Tag anstrengend war und ich meine Kräfte für den nächsten brauche. Aber es passiert gar nichts. Ich bleib weiter wach und meine Gedanken kreisen weiter und ich mache mir Gedanken um Gott und die Welt. Nikodemus ging es vielleicht ähnlich. Von Beruf war er Schriftgelehrter und beschäftigte sich Tag für Tag mit den Schriften. Trotzdem kriegt er nicht zusammen, wie das, was dieser Jesus, der predigt, was der sagt und was in den Schriften steht. Und jetzt ist Abend, er kommt nach Hause, will schlafen und auch er kann nicht schlafen. Seine Gedanken bleiben bei dem jungen Mann, der sich selbst Sohn Gottes nennt. Aber Nikodemus ist nicht wie ich und versucht sich selbst von Schlaf zu überzeugen, sondern er nimmt die Sache in die Hand. Er steht wieder auf und er geht hin zu Jesus, denn er will jetzt antworten. Ich für meinen Teil kann immer noch nicht schlafen und in meinen Gedanken stelle ich mir vor, wie ich Nikodemus treffe, nachdem er bei Jesus war. Stell mir vor, wie wir uns begegnen, Nikodemus auf dem Weg ins Bett und ich immer noch auf der Suche nach Gott und der Welt. Nikodemus, sage ich zu ihm, sag doch mal, hat Jesus dir irgendwas Neues erzählen können? Nikodemus überlegt und ich merke schon, wie der Schriftgelehrte in ihm rauskommt. Da muss jedes Wort wohl überlegt sein. Ich falle ihm also ins Wort und sage, sag's mir bitte nicht so, wie du es gehört hast, sondern versuch's mal mit einfacheren Worten. Nikodemus grinst. Du hättest Jesus auch mal reden hören sollen. Er redet von Wiedergeburt, mitten im Leben. Das muss man auch erstmal verdauen. Aber ich glaube, ich komme langsam dahinter. Mit Gott an meiner Seite, da fühlt sich mein Leben wie ein Neustart an. So wie neu geboren. Ich bin dann nicht mehr nur ein Kind meiner Eltern, sondern ein Kind des Geistes. Und das bleibt so, egal was im Leben passiert und egal was mir an Katastrophen begegnet. Kind des Geistes, frage ich nach. Hat Jesus das so formuliert? Nikodemus antwortet. Du hast ja recht, sagt er. Versteht man vielleicht nicht direkt. Aber was ich sagen will ist, Gott nimmt dich durch seinen Geist als sein Kind an. Und er schenkt eine Kraft, die einen nicht mehr kalt lässt. Er entfacht ein Feuer in mir und mit diesem Feuer, da mache ich mich auf und lass andere daran teilhaben. Ich persönlich habe mit diesem Feuer, mit dieser Kraft das Gefühl, dass ich mich vor nichts mehr fürchten muss. Weil Gott mich, mehr als das irgendein Mensch könnte, unterstützt. Und weil Gott mich nicht hängen lässt. Ich nicke. Ja, dieses Feuer, von dem du sprichst, ich merke dieses Feuer, wenn ich die Menschen sehe, wie sie gerade auf der ganzen Welt sich diesem Virus gegenüber machtlos fühlen und trotzdem mit Abstand alles dafür tun, dass ein Zusammen- und ein Füreinander-Dasein möglich wird. Aber, werfe ich ein, welche Rolle spielt jetzt Jesus bei dem Ganzen? Sagt er nicht, dass er Gott ist? Ja, antwortet Nikodemus, und wie er das ist. Jesus hat eine Kraft, die habe ich noch nicht erlebt. Vielleicht ist dieser Mensch auch Gottes Weg, um uns zu zeigen, dass Gott nicht weit weg ist, sondern dass er Teil hat an unserem Leben. Weißt du, vor diesem Gespräch, das ich mit Jesus geführt habe, da konnte ich nicht schlafen. So sehr habe ich mir den Kopf darüber zerbrochen, über Gott und die Welt, also im wahrsten Sinne. So sehr hat mich die Frage gequält, ob wirklich was dran ist an Jesus' Predigten. Und nachdem ich jetzt mit ihm gesprochen habe, habe ich das Gefühl, er hat mir die Augen geöffnet. Jesus ist hier auf Erden unterwegs und er macht Gott für uns greifbar, nahbar, mehr als wir uns das jemals erhofft hätten.
Und je mehr ich mich auf diesen Weg, auf Gott einlasse, desto mehr spüre ich selbst diese Kraft. Und so mehr spüre ich Gottes Kraft, die auf mich überfließt. Ich lächle, weil das klingt ziemlich gut, was er erzählt. Und ich frage, was, Nikodemus, macht diese Kraft dann mit mir? Das kann ich dir nicht sagen, sagt Nikodemus. Ich glaube, das kannst nur du herausfinden. Wir gehen alle unseren ganz persönlichen Weg mit Gott und wir können ihn auf ganz unterschiedliche Art und Weise erleben. Als der, der mir Talente schenkt, das, was ich kann, das gibt er mir mit und das macht mich einzigartig. Oder als der, der an meiner Seite ist, wenn ich völlig vom Weg abkomme. Und eben auch als diese brausende Geistkraft, die mich selbst immer wieder antreibt, meine Talente so einzusetzen, dass die Welt was davon hat. Gott begegnet jedem Einzelnen von uns in ganz unterschiedlichen Facetten. Wow, Nikodemus, sage ich. Ich bin platt. Ich konnte nicht schlafen, weil ich mir so sehr den Kopf zerbrochen habe über Gott und die Welt. Und jetzt haben wir beide gesprochen und ich möchte eigentlich sofort loslaufen. Ich hätte Lust, jetzt sofort die Welt zu verändern, mit Gottes Kraft im Gepäck. Ich will diese Facetten von Gott sehen. Ich will herausfinden, was er in dieser Welt macht und ich will mitgestalten. Und ich will allen anderen davon erzählen. Nikodemus lächelt und sagt, na dann mal auf. Aber erstmal gehen wir beide jetzt schlafen. Energietanken ist wichtig, damit du dann morgen so richtig losstarten kannst. Denn eine Sache, die kann sicher sein. Gott geht nämlich auch morgen alle deine Wege mit. Amen. Auch wenn Sie nicht vor Ort sind, bitten wir um Ihre Kollekte. Nach der hohen Flüchtlingszuwanderung in den Jahren 2015 und 2016 wurden zahlreiche Gesetzespakete mit diversen Verschärfungen für Geflüchtete in Deutschland beschlossen. Für den Einzelnen ist es schwer, durch den Dschungel der Gesetze mit Migrationsrecht einen erfolgreichen Weg zu einem Aufenthaltsrecht zu finden. Um Geflüchteten in Schleswig-Holstein zu bestehendem Recht zu verhelfen und auch Grundsatzentscheidungen herbeizuführen, benötigen wir dringend Ihre Unterstützung und bitten um die Kollekte für den Rechtshilfefonds des Diakonischen Werkes Schleswig-Holstein. Spenden können Sie über den nun eingeblendeten Link. Gott segne Gebende und Gabe. Mein Gott ist ein Licht auf meinem Weg.
Wir beten. Gott, du hast so viele Facetten, wie es Sand am Meer gibt. Egal, wie du dich zeigst, wichtig ist, dass du da bist. Du gehst mit uns auf unseren Pfaden, mit auf den Irrwegen und mit in die Erfolgskurve. Dafür danken wir dir. Oft scheinst du aber auch so fern. Wo bist du, wenn die Diagnose lebensbedrohlich ist? Wo bist du, wenn das Geschäft vor dem Aus steht? Wir bitten dich für alle, die deine Nähe so schmerzlich vermissen. Sei bei ihnen, halte sie fest. Du hast die Welt geschaffen und alles, was auf ihr ist. Du liebst das Leben und nicht die Zerstörung. Hilf uns, deinem Ruf nach Bewahrung zu folgen und die zu unterstützen, die sich bereits so stark für diese Welt einsetzen. Gott, du lässt uns immer wieder an dir und deinen Taten teilhaben. Darum bitten wir dich, schenk den Traurigen ein Wort des Trostes. Schenk den Schwachen ein Wort der Stärkung. Schenk den Kranken ein Wort der Hoffnung. Schenk den Hoffnungslosen ein Wort des Lebens. Gott, dein Geist entzündet uns mit dem Feuer deiner Liebe. Wir bitten dich für unsere Kirche. Schenk uns Mut zum Aufbruch, Furchtlosigkeit in allen Veränderungen und Offenheit für die Menschen in Not. Wir bitten dich für alle, die von dir enttäuscht sind, für alle, die den Glauben scheinbar verloren haben. Überrasche sie mit einer deiner noch unbekannten Facetten. Behüte die in Gefahr sind. Lass dein Angesicht leuchten über denen, die kein Licht am Ende des Tunnels sehen. Gib Frieden allen, die keinen Frieden haben. Amen. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus schon gebetet hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Empfangt Gottes Segen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe das Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.